Gut, Rahim. Ich bin bereit. Wo finde ich Bracken? Nicht so schnell, Mann. Wenn du hierbleiben willst, müssen wir sehen, ob du das Zeug dazu hast. Los, ab zum Fitnessbereich. Mhm. Bis ganz oben. Bloß ein paar Treppen hoch. Allzu gut, schauen wir mal. Wie steigt ein Zombie die Treppe runter? Du hörst wohl nie auf. Okay. Wow, schick. Wo steckst du? Schöne Aussicht. Na, worauf wartest du denn? Komm rüber. Wow, guck mal, coole Aussicht, gell? Okay. R1. Das war cool, das war das erste Spiel, wo es so ein bisschen parkourmäßig ging. Coole Sache, auf jeden Fall. Lass dich ja wie zu Hause fühlen. Crane auf einem Kran. Crane auf dem Crane. Willkommen im Fitnessbereich. Servus. Zuallererst musst du lernen zu rennen. Was meinst du mit lernen zu rennen? Mach einfach, was ich sage, ja? Okay, jetzt spring da runter. Bist du verrückt? Das wäre Selbstmord. Sei kein Feigling. Spinnst du? Das meinst du doch nicht ernst. Schau zu. Rühr dich nicht! Ich hol Hilfe! Ha, du bist drauf reingefallen! Du blöder Arsch! Was? Verstehst du keinen Spaß? Toller Los. Spaß, gell? Jetzt mach, dass du hier runterkommst! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Guck mal, wie geil das gemacht ist. Schaut euch das mal an. Der Strahl. Mit den Poren. Mit den Schweißnähten. Sau geil, oder? Hier Nieten. Krasse Teile. Ist ein Liebherr-Kran, wa? Wie sieht's gerade aus? Made in Germany. Okay. Hüp. Scheiße! Scheiße! Adrenalin pur, was? Oha. Aber das war noch lange nicht alles. Es kommt noch mehr. Um zu überleben, musst du das Gelände ausnutzen. Die meisten Fresser können nicht klettern, also... Je schwieriger das Terrain, desto besser für dich. Ich habe ein paar typische Situationen vorbereitet. Mal sehen, wie du dich schlägst. Okay. Wo ist er denn? Manchmal ist es besser, durch die niedrigen, engen Gänge zu kriechen. Da können die Fresser nur schwer folgen. Langsamer werden, während du läufst. Bleibst du draußen stehen, bist du tot. Boah, okay, ja, ja. Nicht schlecht! Für Neuling! Na je. Durch.
Okay, Zeit für den richtigen Test. Zurück zum Kran und nutz beim Laufen alles, was du findest. Richtiger Test, so. Abgesehen vom Sportunterricht in der Schule. In dem Fall bist du ein echtes Genie. Sowas habe ich noch nie erlebt. Okay, wo ist denn hin? Wo bist du denn? Also muss ich wieder da rüber, wa? Oh ja. Was? Passiert mit mir? Crane, sag doch was. Was ist denn los? Irgendwas stimmt nicht. Rahim, was ist mit mir passiert? Oh, Scheiße. Du hast bestimmt deinen ersten Anfall. Komm hierhin zurück. Ja, ich wollte ja eh zurück. Crazy, oder? Okay. Komm gleich. Da war doch irgendwas mit so einem Schachspiel, gell? Wenn ich mich richtig erinnern kann. Hier. Schau mal. Nächstes Mal, wenn du da bist, muss ich einfach was machen. Schachmäßig. Aber was dann passiert, weiß ich auch nicht mehr so genau. Rahim, was zum Geier war das? Heißt das, ich verwandle mich? Ich glaube nicht. Diese Anfälle sind eine Folge der Infektion. Du solltest aber bei Dr. Zara vorbeigehen. Er wird dich untersuchen und dir wohl Antizin spritzen. Ehe du zu Zara gehst, solltest du mit dem Quartiermeister reden. Der staffiert dich neu aus, damit sie dir draußen nicht die Rübe abbeißen. Okay. Ins Erdgeschoss soll ich jetzt fahren. Genau, gut so. Wenn es weh tut, machst du es recht. Nur falsch. Nee, Scheißdreck. Na, sag mal, wobei steht das Gerümpel rum? Was ist los, ey? Keller. Sie haben mir einen richtigen Job gegeben und niemand ahnt, dass ich nicht der bin, für den ich mich ausgebe.
Soweit, so gut. Und sobald Dr. Sarah mir hilft, diese Infektionsanfälle loszuwerden, wird's mir noch besser gehen.